Ja, ich war sehr erstaunt, als Sie mir letzte Woche gesagt haben, dass hier eine Meistersingerhalle verlängert wird oder größer gemacht wird oder die Bäume auf alle Fälle abgerissen. Also ich bin entsetzt, das kann ja wohl nicht sein. Ich wohne aber über 30 Jahre hier und ich finde es sehr schön. Ich gehe mit meinen Kindern, mit Enkeln in Luitpoldhain. Und die Bäume, die atmen ja Sauerstoff aus. Das ist ja wohltuend, nachdem so ein Verkehr da ist. Also ich bin absolut dagegen, dass da die Bäume abgerissen werden. Ja, der Luitpoldhain ist eine große grüne Oase der Südstadt. Und es ist bedauerlich, dass ausgerechnet hier so viele Bäume fallen müssen. Wir vom Bürgerforum Dutzendeich haben auch andere Möglichkeiten vorgeschlagen, natürlich andere Standorte in der Stadt, ob es jetzt Augustinerhof ist, das wäre zentral in der Stadt, oder das Schoggen, das Quellegelände. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Warum ausgerechnet hier, wo abends eigentlich tote Hose ist? Und dann fragt man sich natürlich auch, wer braucht denn eigentlich so eine Schuhschachtel, die dann kommen wird? Also wir haben eine große Meistersingerhalle, dann haben wir eine kleine. Was brauchen wir jetzt noch, eine mittlere? Ein Vorschlag wäre auch gewesen, dass man den bestehenden Parkplatz der großen Meistersingerhalle da drüben genommen hätte. Da hätten kaum Bäume weggemüsst. Es gibt allerdings laut Baureferent hier technische Probleme. Tiefgarage wäre schwierig und auch teuer gewesen, weil eben Sandstein ansteht. Grundwasserproblematik haben wir da, aber wenn man weiß, dass zum Beispiel für den Tunnel des Frankenschneewegs das alles kein Problem ist, dann wäre das doch wie sagen. Ich weiß nicht, warum die sich jetzt so dran festklammern, dass das jetzt genau darüber sei. Es ist auch viel lauter für die Straße, also der Konzertsaal direkt neben der vierspurigen, fast schon Stadtautobahn, macht ja auch keinen Sinn. Also auf dem Parkplatz wäre es ruhiger von allen Seiten. Ja, also ich wäre voll dafür, dass die Bäume stehen bleiben. Ich bin glücklich über jeden Baum. Ich schaue mir auch die Bäume alle an. Ich kenne die meisten und freue mich über jeden Baum, der noch steht in Nürnberg. Ne? Die sollen gefällt werden? Ja. Okay. Halte ich nicht für gut, denn es ist einfach Natur und die sollte so belassen bleiben, wie sie ist. Finde ich, die sollte man auf keinen Fall fällen. Und ja, Bäume sind einfach schön, die Natur ist schön und es ist doch viel schöner, wenn hier alles grün ist, anstatt wenn hier nichts mehr wäre. Ja, da halten wir nichts davon, gar nichts davon. Überhaupt nichts halten wir davon. So schöne alte Bäume. Was schlägt denn so ein Schwachsinn vor? Da sind wir total dagegen, Alles, was die Natur und die Umwelt zerstört, da sind wir natürlich dagegen. Die Bäume müssen hier unbedingt stehen bleiben, weil es unser Erholungsgebiet hier ist, im Luitpoldhain. Und wenn die alle wieder gefällt werden sollten für irgendeinen Betonbau, bin ich nicht dafür. Auf keinen Fall, weil unsere Enkel sollen einfach im Grünen groß werden und in der frischen Luft. Deswegen wohnen wir ja auch hier. Ist das unbedingt notwendig für die neue Konzerthalle? Wäre schade drum, weil, ganz ehrlich, ich liebe diesen Ort, weil das so schön grün ist. Wäre wirklich jammerschade. Finde ich nicht gut, weil es tatsächlich ja immer weniger Natur in der Stadt gibt. Deswegen finde ich, sollte man das erhalten. Und keine Bäume fällen hier. Auch Bäume, die Natur, die muss bleiben. Ich habe mich schon immer drüber geärgert und diese wunderschönen Bäume kommen wieder weg. Das ist doch ganz schlimm. Außerdem, was wird denn mit dem alten Gebäude? Da steht das neue da und das alte vergammelt oder wie? Es ist irgendwie unmöglich. Jeder Baum tut weh. Sehr. Ja. Und gerade hier, wo so viel Autos rumfahren. Wir brauchen die Bäume. Speziell hier in diesem Umfeld in der Südstadt, die ist hoch verdichtet. Da haben wir wenig Parks, wir haben wenig Grün. Allgemein leidet Nürnberg in weiten Teilen an
Straßenbäumen, an Grün im Allgemeinen. Das ist, wenn man einen Städtevergleich mal anschaut, das haben wir öfters gemacht, haben es mit etwa 20 deutschen Städten verglichen. Und da kommt Nürnberg sehr schlecht weg dabei, also belegt immer den letzten Platz. Wenn man das statistisch umlegt auf die Zahl der Einwohner, gibt es im Verhältnis dazu besonders wenig Grün und wenig Bäume in Nürnberg. Und umso wichtiger ist natürlich hier dieser Luitpoldhain, der weit und breit die einzige größere Grünfläche ist. Solche größeren Grünflächen sind sogenannte Kaltluftentstehungsgebiete. Da entsteht eben nicht nur frische Luft, Sauerstoff, sondern eben auch, es hat auch einen Kühleffekt durch die Verdunstung der Bäume, speziell im Sommer. Und das ist ganz entscheidend von Bedeutung für das Stadtklima, weil das eine sogenannte Kaltluftschneise ist, die hier Richtung Südstadt, Richtung Wodanstraße und tiefer in die Südstadt hineinführt. Und wenn hier ein großer Teil des Baumbestandes mit sehr viel Blattmasse einfach wegfällt, verringert sich eben auch diese Kühlleistung. Also Bäume sind wirklich wie biologische Klimaanlagen, muss man sich das vorstellen. Das ist also nicht nur der Schattenwurf, sondern auch die Verdunstungskälte wichtig und natürlich auch die Luftverbesserung durch Staubfilterung und eben Sauerstoffanreicherung. Ersatzpflanzungen können kaum die Leistung einfach ersetzen, die eben solche großen, alten, mächtigen Bäume eben erbringen. Erstens mal muss man wissen, dass auch die Anwachsgarantie überhaupt nicht mehr gegeben ist. In Zeiten des Klimawandels mit einem immer trockeneren Klima haben wir auch große Ausfälle, gerade auch bei den neu gepflanzten Bäumen. Und dann einfach kann man sich denken, gerade bei so langsam wachsenden Bäumen, wir sprechen hier überwiegend über Stieleichen, die wachsen sehr langsam. Wir haben hier bis zu 200-jährige Exemplare, also das sind zeitliche Dimensionen, die kann sich ein Mensch kaum vorstellen. Denn zu der Zeit, wo die Bäume hier gepflanzt oder von alleine wild aufgegangen sind, da war hier noch weit außerhalb der Stadt, war Nürnberg noch beschränkt auf den mittelalterlichen Kern innerhalb der Stadtmauer. Also das war noch eine völlig andere Epoche. Einer der Gründe für die langen roten Listen der vom Aussterben bedrohten Arten ist in Deutschland tatsächlich, dass wir zu wenig alte Bäume haben. Und gerade hier hätten wir welche und die sollen jetzt hier leichtfertig geopfert werden. Das ist also auch städtebaulich sehr fragwürdig. Also man kann es doch, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, dass es eine Verschandelung dieser wichtigen Ecke der Stadt ist. Statt einer malerischen, ästhetischen Baumkulisse hätten wir dann eben so eine nüchterne Asphaltwüste mit noch mehr zugepflasterten Flächen und einem großen Kubus, der auch an Einfallslosigkeit architektonisch gesehen kaum zu überbieten ist.